Als ich noch klein war, war alles so einfach, alles so neu. Ja, nichts war unmöglich, es gab keine Grenzen. Ich wusste, alles wird gut. Jetzt sitz ich hier, bin fast erwachsen. Noch nicht ganz, aber auch kein Kind mehr. Irgendwas dazwischen, das macht es so schwer. Gibt's ein Happy End nur im Kino, im Fernsehen und all diesen Büchern? Gibt's ein Happy End nur bei allen anderen, nicht bei mir? Nein, das glaub ich nicht. Nein, das glaub ich nicht. Nein, das stimmt so nicht. Nein, nein, das glaub ich nicht. Nein, das glaub ich nicht. Nein, das stimmt so nicht. Min, min, schneller geh, du machst jetzt schnell mehr. Gab es ne Lösung, und wenn ich nicht schlafen konnte, gab's ne Geschichte. Und gut und böse, das war so einfach. Hätt nie gedacht, dass ich das mal vermisse. Jetzt sitz ich hier, bin fast erwachsen. Noch nicht ganz, aber auch kein Kind mehr. Irgendwas dazwischen, das macht es so schwer. Gibt's ein Happy End? Ein Happy End? Gibt's ein Happy End? Kinderfrage Nummer 1, wie ist das denn, wenn man sich dann selber im Fernsehen oder auf der Leinwand sieht? Ist das ein komisches Gefühl? Ja, erstmal guckt man den Film gar nicht so, wie wenn man sich einen Film angucken würde, in dem man nicht mitspielt. Ich gucke ganz oft so, wie ich aussehe, und dann denke ich mir so, okay, das hättest du jetzt besser machen können und so. Aber ansonsten